Mit 7 komme ich natürlich jetzt nicht weit. Weil da braucht er 4000. Dann müsste ja gegebenenfalls das Kabel hier unten leer werden, falls es nicht mehr funktionieren sollte. Aber es sieht eigentlich noch ganz gut aus. Mal leider mal nachgucken. So, wir müssen jetzt erstmal Eichenholz besorgen. Dafür nehmen wir mal Grori. Die. Ne, das ist eine. Ich glaube, die war das, ne? Ne, die ist ja viel cooler. Kommt zack, da wieder hin. Weil die ist fast kaputt. Was ist denn die? Eisen. Können wir die eben schnell wieder heile machen? Haben wir noch Eisenblöcke? Ja. Du kannst gerne mal eine Frage stellen, Ramon. Halt, essen. Cheeseburger. Ramon, um auf deine Frage zu antworten, weil ich ja relativ viele Videos mache mit relativ wenigen Klicks, woher ich die Motivation dafür nehme, das immer noch zu machen. Macht Zocken einfach Spaß. Mir ging es noch nie um die Klicks, sondern es ist mir relativ egal, wenn ein Video nur 5 Klicks hat oder 20 oder 60 oder 100 oder 700. Das meine ich immer relativ egal gewesen, weil mir geht es um den Spielspaß. Und Zocken tue ich sowieso, man liebt es mit anderen Leuten zusammen und von daher, meine ich mir, wie gesagt, relativ egal, wie Klicks ein Video von mir kriegt. Monetarisierung ist komplett aus. Außer wenn das irgendein geclaimtes Video ist, dann ist es halt an. Kann ich nichts mehr machen. Aber Motivation macht Spaß. Punkt. So einfach ist das. Ich streame mittlerweile ja auch wieder relativ viel. Und Minecraft-Videos landen grundsätzlich immer auf YouTube. Ich streame mittlerweile aber auch relativ viel PUBG. Das landet zum Beispiel gar nicht auf YouTube. So, sammeln ein, mein guter Freund hier. Gern geschehen. Eichenholz, Eichenholz. Was sieht nach Gummi aus? So viele Eichenholzbäume gibt es hier gar nicht mehr. Die meisten habe ich hier schon gekillt. Sollte vielleicht mal eine Farm machen oder sowas. Gegebenenfalls grundsätzlich immer wieder welche anpflanzen. Das ist alles nur Fichte hier, ey. Eich oder Gummi? Ey, lauf noch nicht davor, du rote Kiste. Ja, nom. Nimm mit, danke. Wo was, wie, wo? Wer ist was untergegangen? Ja gut, war eine Ausnahme, dass ich heute mal auch auf YouTube streame. Wie gesagt, ich streame sonst eigentlich immer nur auf Twitch. Ach so, ja, das Problem mit den Abos und den ganzen Benachrichtigungen kenne ich.
habe auch einiges an Kanäle abonniert und was da. Ich habe auch nur, kriege auch nur Benachrichtigungen vom Gronkh und sonst. Ist das wirklich, ich gucke auch grundsätzlich nie in diese Abo-Box da. Weil da geht man ja drin unter. Man findet nie das, was man will. Aber die Schneemann kann ich auch ein bisschen Fichte mitnehmen. Wo ist denn jetzt hier meine Nom-Nom? Da hinten. Eichen, ich brauche Eichen. Ich wüsste bestimmt, wer ziemlich viel davon hat, aber ich will jetzt nicht, während die beiden nicht da sind, hingehen und mir Sachen klauen. Wie viel habe ich denn? Ich habe 11. Immer noch zu wenig. Und hatte meine Kiste, wo ist denn die da? 8 ist auch nicht wirklich viel. Wie kommt der denn jetzt schon wieder an Kirschen? Lass mal die ganzen Setzlinge liegen, dann können die sich direkt wieder anpflanzen. Geh weg, du Katze. Oh, hier soll ich vielleicht mal keine Sachen kaputt machen. Bin hier schon bei Carsten gelandet. Jetzt haut er mich nachher. Ja, du, kein Problem, schicke ich dir später. Also gefühlt besteht der Wald hier aus Fichte und aus Gummibäumen, ey. Schwebender Baum. So, komm her, den reißen wir noch ab. Den hier vorne noch eben und dann gehen wir wieder nach Hause. Sollten wir eigentlich zumindest erstmal genug haben. Außer ich finde nebenbei noch welche. Wobei das ist auch wieder alles nur Gummi hier, ey. Hätte man vielleicht, ouch, einen Eimer mitnehmen sollen für Lava. Aber gut zu wissen, dass es hier ein bisschen Lava gibt. Wir wollen nicht immer unten in den Höhlen rumkrebsen.
Den Weg habe ich auch noch nicht fertig gemacht, ne? So viele offene Baustellen. Okay, ist aber ziemlich dunkel hier. So, das sollte jetzt aber hoffentlich für unsere Fußboden unten reichen. Jetzt ein Graberer Batsch da wieder rein. Das, Kastanie. So, das muss nach da. Ich hol's. Ach komm, uns ehrlich, ich glaube, das wird jetzt reichen. Wenn das nicht reicht, komm ja so, zack. Damit sollten wir auf jeden Fall genug haben. Sind jetzt so unten hingesetzt. Wieder. So, warte mal, das könnten wir eigentlich. Da brauchen wir sowieso aktuell. Ups, es ist dunkel. Aktuell sowieso nicht ran. Ich setze mir hier mal ein paar Fackeln hin. So. Ich habe jetzt keinen. Nee, nicht das. Können wir mal zumachen hier. Ja, wie gesagt, im Normalfall müssten wir hier eigentlich sowieso nicht ran. So. Das muss noch weg. Das muss noch weg. Wird die Pumpe da so krass? Bisschen voll im Weg, das Ding, was ich hier hingebaut habe, ne? Brauche ich sowieso später wieder um. Ich kenne mich. Okay, das brauchen wir gerade erstmal nicht mehr. Das kann da gerade eben alles rein. Wir brauchen jetzt ein. Oh komm, da haben wir auf jeden Fall noch genug von. Damit man die, ne? Es geht das hier auch unabrechtig zu. So soll es doch sein. Weil mir fiel auch gerade ein, wie ich das hier mit der Beleuchtung mache. Da oben habe ich das, glaube ich, über Glowstone gemacht. Wenn ich ja nicht genauso handhaben, weil ich müsste eigentlich noch genug Glowstone dabei haben. Nicht kann ich die verkleiden, ey, sonst kriege ich einen Rappel. Muss ich die Wasserleitung auch noch verlegen? Oh, was macht der denn? Was macht der denn da? Haben wir es einfach sitzen lassen? Weil fällt er sowieso nicht auf, oder? Davon.
Fackeln. Komm her, wir setzen hier mal direkt erstmal ein paar Fackeln, dass wir ein bisschen Licht haben. Ja. Was ist eigentlich für ein Gang? War das zu meinem Kompostern hin? Ja. So, komm her, Tor. Das baue ich da gleich mit ein. Habe ich auch so ein Teil sitzen? Wieso sitzen die denn hier überall noch? Wobei es ja immer ganz cool ist, wenn man so eine Reisetour dabei hat. Und nimmt zumindest das auf, was man vergisst. So, jetzt wird es spannend. Hier ist direkt Lava hinter. Ich glaube, es war einer zu viel. Egal. Na, durch den letzten, den verhaue ich wieder, ey. So. Dann hier noch. Oh ja, war klar, dass du die wieder aufisst, ey. So nimmer satt, ey. Mal weg da. Oh, ab. Komm. So, ja, jetzt müssen wir nur noch dieses olle Wasserrohr irgendwie verkleiden, ne? Das ist natürlich nur ein bisschen der Weg. Das Ding ist auch gefühlt volle Möhre im Weg, ey. Ein tiefer gebaut und das wäre alles besser gewesen. Also das Wasserrohr geht ja, glaube ich, direkt hier ran, aber es läuft kein Wasser. Hier läuft das noch komplett, dann ist anscheinend das da oben zu. Na komm, eigentlich will ich baden. Nein, was habe ich gemacht? Okay, jetzt läuft auf jeden Fall zumindest wieder Wasser, das ist gut. Und schon stimmt auch noch, ne? Ja, ist blau. Okay. Der Kleidung. Echt die große Frage. Maschine rechtzeitig auf eine Leitung zum Platzieren verstecken, wenn ein Schraubenschlüssel ausgerüstet ist. Was? Muss ich die Dinger bauen? Eine Leitung? Boah. Okay, das geht vielleicht. Technischer Block, toll. Funktionierungsrohr. Oh, Stöpsel. Okay. Natürlich die große Frage. Fassadetransferrohr. Oh, cool. Was ist denn das für ein Rohr? Das ist doch ein ganz normales Flüssigkeitsrohr. Flüssigkeiten. Da muss es doch normalerweise auch eine Verkleidung für geben. Drucktank. Peer-to-Peer-Tunnel.
Könnt ihr mal gucken? Ich glaube zwar nicht, dass das geht. Das ist BC Transports. Wenn ich die ganz normalen Kabelfassaden nehme. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Kabelanker. Eine Kabelfassade. Kann man nicht vorstellen, dass das funktioniert. Die Fassade. Ne, funktioniert nicht. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Funktioniert, glaube ich, nämlich auch bei den normalen Energiekabeln nicht. Womit verkleide ich die denn jetzt? Leitungsverkleidung. Kann ich die Dinger schon herstellen? Eigentlich müsste ich dafür genug Materialien haben. Hallo? Fichtenverkleidung brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Auch gerade weg. Verkleidung. Eis, ich hab die Dinger gar nicht, ey. Bindegemisch. Leitungsbinder. Woraus mache ich ein Bindegemisch? Aus Kies, Ton und Sand. Ich habe keinen Ton mehr. Mist. Na gut, dann müssen wir dann bestimmt ein bisschen Tonfarben gehen und hoffen, dass es damit funktioniert. Haben wir eine Schaufel dabei? Ja. Das Gefühl auch wieder ein bisschen Farmarama hier, ey. Was macht ihr? Seid ihr fertig? Erwachsen. So, und wie alt bist du? 71%. Ich glaube nicht, dass wir hier noch Ton haben bei uns, ey. Wir müssen tiefer schwimmen. Ach, guck mal, da haben wir doch was. Ach, die flitzt auch unter Wasser mit, die Tour. Haben wir hier noch irgendwo was? Nope. Ganz normaler Kies. Sand habe ich zu Genüge. Da ist, glaube ich, noch was. Ah, eine Wasserratte. Immer gut, wenn man verzaubert hat seine Sachen. Strömung hier scheiße, ey. Jetzt kein Ton mehr. Hier ist auch noch was. Nom nom. Komm, das hat genug Ton. So, komm, wie viel Ton haben wir denn jetzt hier? Pet Scorpion. Okay. Aber nicht von dir, Pingu, oder? Komm, wir haben noch genug. Ernsthaft, ey.